Petra Martin, Radioreporterin für Bayern 2 beim Bayerischen Rundfunk. Ich bin gerade in Tallinn angekommen, Sonne scheint, der Himmel ist blau und ich bin jetzt total gespannt, was mich hier erwartet in Estland. So, ich bin jetzt am Fernsehturm in Tallinn, Teletorn heißt es, und hier gibt es eine Ausstellung über das Leben in der Sowjetunion. Estland war ja lange Zeit Teil der Sowjetunion und hier kann man eine Zeitreise machen, das steht zumindest hier. Time Travel to Soviet Time, und ja, das schauen wir jetzt mal an. Ich bin jetzt in dem Aufzug, wir fahren jetzt den Fernsehturm rauf, das ist im 21. Stock. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, aber dann gibt es eine super Aussicht über Tallinn. Ich weiß nicht, was da los ist, ich traue mich nicht runterschauen. Das geht 170 Meter runter oder so. Es geht sehr weit runter. Ja, hier steht am Boden, dass es nach Berlin 1039 Kilometer sind und das ist, man muss einfach nur. Das ist ja eine interessante Idee. Einen Tag, an dem man den ganzen Müll aufsammelt, hat sich ein Este irgendwann mal gedacht, mach mal, back mal an. Das gibt es ja in Deutschland, fast Ramadama. Und ja, das ist, glaube ich, jetzt im September vielleicht. Das ist ganz interessant und es machen 100 Nationen mit. Also ich bin jetzt in dieser Ausstellung über das Leben in der Sowjetunion und da geht es um das tägliche Leben und nicht um die schlimmen Zeiten mit Gefängnis und so, das haben sie jetzt mal ausgeklammert. Und eine Geschichte ist, es gab natürlich kein Auto zu kaufen, so wie heute, dass man das bestellt und dann wartet. Nein, man brauchte eine Genehmigung und eine Erlaubnis und ja, und wer nicht warten wollte, zum Beispiel Onkel Uno, der hat sich selbst ein Auto gebaut. Alles, was er gefunden hat, hat er zusammengebaut und ist doch total verrückt. Ein selbstgebautes Auto. Und ansonsten ist die Ausstellung auch sehr interessant. Vor allem sieht man den Mangel, den es gab und wie sich die Leute beholfen haben. Also ein Kettensägenmotor wurde zu einem Rasenmäher umgebaut und lauter solche Dinge. Oh, hallo, Tag 2. Ich bin jetzt in Haapsalu, das ist außerhalb von Tallinn am Meer. Und ich besuche jetzt eine Frau, die was typisch Estnisches macht. Und was das ist, das zeigt sie uns. Ich bin jetzt in Haapsalu im Strickzentrum, im Handarbeitszentrum und die Embi hat mir gezeigt, wie diese ganz feinen Muster gestrickt werden. Also da ist mir schon beim Zuschauen ganz anders geworden. Ich kann nicht so feine Dinge machen, aber die können das. Und wenn der Schal fertig ist, kann man ihn durch einen Ehering durchziehen, den kompletten Schal. Also sehr, sehr beeindruckend. Jetzt machen wir was anderes, typisch Estnisches, komplett anders, Kicking. Haapsalu ging es jetzt nach Pakri. Wir sind hier am Leuchtturm, aber das ist gar nicht der Grund, warum wir hier sind. Das Schaukel ist der Grund, weil ich jetzt Kicking ausprobiere, die estnische Art des Schaukelns. Ich bin jetzt hier fertig mit dem Kicking. Ich war sehr weit oben. Ich habe dann aber irgendwann Angst gekriegt, den Überschlag zu machen. Und am Rhythmus war jetzt natürlich nicht so gut.
Ich bin total außer Atem. Es war schon sehr gut, total Herzklopfen gekriegt, Blick aufs Meer gehabt, aber also Überschlag habe ich mir jetzt nicht traut. Das ist eine ziemliche Kopfsache und dann war ich aus dem Rhythmus und darum habe ich es jetzt ein bisschen ja, sein lassen. Aber super, super, super Sache. Also ist schon geil. Ja, vielleicht mache ich gleich noch eine Runde, schauen wir mal. Ich bin jetzt hier in dem Leuchtturm von Pakri. Ich war noch nie in einem Leuchtturm, weil da gibt es ja nur am Meer. Und da gehen wir jetzt mal rauf. Das Kicking habe ich gerade schon gemacht. Erzähle ich gleich, wie es war. So, jetzt bin ich oben im Leuchtturm von Pakri. Hinter mir, vor mir, überall die Ostsee. Das schaut total toll aus. Hier, ein bisschen arg windig, deswegen Wellen. Aber sehr schön, die Welt von oben zu sehen und da unten. Schaut jetzt nämlich gar nicht mehr so hoch aus. Da ist die Schaukel. Hier ist es besser, hier ist nicht so viel Wind, wenn wir auf der windgeschützten Seite sind. Aber die Ostsee sieht sehr schön aus, sie hat verschiedene Farben. Es ist einfach an der Sonne und an den Wolken. Es ist hellgrün und dunkelgrün und grau und blau und weiße Wellenspitzen. Es ist ziemlich windig, wenn ich jetzt hier rumgehe, dann glaube ich, geht's mir weg. So, Schluss mit Wind, Schluss mit Kicking. Jetzt geht's zurück nach Tallinn. Da gibt es eine Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum von Estland. Hier wird eine Ausstellung eröffnet, Estland durch 100 Augen, weil Estland ja 100 Jahre Republik Estland feiert und da war jetzt eine kleine Eröffnung. Gleich geht's los, ich bin total gespannt. Hallo, guten Morgen. Heute ist Aufräumtag in Estland. Ich habe auch schon eine Tüte und Handschuhe. Und jetzt räumen wir hier in diesem Park, ein bisschen außerhalb von Tallinn auf. Und ja, schauen wir mal, ob noch was rumliegt. Es sind nämlich ganz schön viele Leute da. Ich habe sehr viele Zigarettenkippen gefunden. Das ist auch ziemlich nervig, weil die sehr klein sind und manchmal sind sie auch schon ein bisschen verrottet, aber natürlich nicht ganz. Glasscherben, ganz viele und dann auch so Plastikzeug wie hier, das halt echt blöd ist. Und ja, man sieht leider gar nicht, was man wegräumt, weil der Müll sehr kleinteilig ist. Aber wenn man hier schaut, ist doch schon ganz schön was zusammengekommen. So, weiter geht's. Schon Millionen von Menschen haben sich heute in 950 Ländern dem globalen Müllproblem gestellt und beseitigen illegalen Abfall. Let's Do It, das ist der Name. Es ist eine weltweite Bürgerbewegung, startet in Estland vor 10 Jahren. Und dabei haben 50.000 Menschen sich zusammengeschlossen, um ihr Land in nur 5 Stunden zu säubern. Und man findet auch brauchbare Dinge. Viro Valge Wodka, ein kostenloses Souvenir aus dem estnischen Wald für mich. Juhu! So, das ist der Sammelplatz. Man sieht, die anderen waren auch fleißig. Es gab sogar Autoreifen, die gefunden worden sind. Ich war auch fleißig und deswegen geht es jetzt zur Belohnung in die Sauna. So, wir haben ja aufgeräumt. Jetzt gibt es die Belohnung, eine Sauna, und zwar keine irgendeine Sauna, eine ganz spezielle, eine Rauchsauna. Sie ist schon vorgeheizt, es dauert nämlich 4 Stunden, bis sie heiß ist. Und jetzt wird schon der Rauch rausgelassen, damit wir nicht ersticken. Und gleich geht's los und ich freue mich total.
Oh, ganz schön heiß da drin. Tür zu, soll ja heiß bleiben. Also Sauna, super Sache, schön heiß, schön zum Relaxen. Jetzt kühle ich mich gleich ab, da kommt ihr nicht mit. Es war total schön in Estland, in Tallinn. Vielen Dank für alle und ja, head adega und ciao.